Heute wollen wir mit euch teilen, wie wir erfolgreich Knollensellerie anbauen. Die Voranzucht erfolgt bei uns von Anfang Februar bis Ende März, wobei wir natürlich Anfang Februar mit Zusatzlicht arbeiten. Wenn ihr ohne Zusatzlicht arbeiten möchtet, dann macht das Sinn ab Anfang März. Ausgesät wird bei uns in Aussaaterde. Der Sellerie, der Knollensellerie, der ist ein Lichtkeimer und wir decken ihn trotzdem ganz leicht mit Erde zu. Also wir nehmen ein Sieb, dann rieseln wir der Erde durch und eine ganz leichte Schicht Erde kommt bei uns trotzdem drauf. Einfach nur mit dem Zweck, dass es nicht so schnell austrocknet, also dass die Erde feucht bleibt, denn das ist zur Keimung wirklich wichtig. Wir haben eine Keimtemperatur von 16 bis 24 Grad beim Knollensellerie und die Keimung kann tatsächlich ja gut bis 4 Wochen dauern, also da ist Geduld gefragt. Wenn sich dann bei den kleinen Keimlingen so die ersten richtigen Blätter nach den Keimblättern gebildet haben, dann ist es für uns ein Zeichen zu pikieren. Wir pikieren die einzelnen Pflanzen dann in einzelne Töpfchen bzw. in Quickpots um. Den Knollensellerie könnt ihr natürlich auch über die Direktsaat in euren Garten bringen. Das passiert dann von Anfang April bis Ende Mai, je nach Wetter. Die Ernte wird natürlich etwas später sein, schätzungsweise September, Oktober dürfte es dann werden. Wir bevorzugen die Voranzucht, das wisst ihr. Zum einen haben wir eine verfrühte Ernte schon so ab Mitte August und wir können natürlich die Pflanzen gut selektieren, die dann hinterher ins Gemüsebeet kommen. Die Jungpflanzen vom Knollensellerie kommen bei uns, wo es ja recht mild ist, so ab Mitte, Ende April in die Erde. Wir haben hier einen Pflanzen- und Reihenabstand von ungefähr 40 cm und zwei Sachen sind für den erfolgreichen Anbau wirklich sehr wichtig. Das eine ist, dass er absolut volle Sonne hat, denn vollsonniger Standort ist sehr wichtig. Und das andere ist, dass er auf gar keinen Fall bei der Pflanzung tiefer gesetzt werden darf, so wie wir das vielleicht bei Tomaten machen. Also nicht tiefer setzen, sonst hat er nämlich Schwierigkeiten, eine Knolle auszubilden. Und einer alten Sage nach kommt der Sellerie ja vom Meer und da hat er es ganz gerne, wenn er ins Pflanzloch so eine Prise Meersalz mitbekommt. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, Schaden tut es auf jeden Fall nicht, wir haben es schon gemacht und wie ihr seht, er wächst ja prächtig. Und dann gibt es dann noch einen Erfolgsgarant für die gute Ernte. Knollensellerie ist ein Starkzehrer. Das bedeutet, dass wir das Beet, in das er reingepflanzt wird, für Starkzehrer vorbereiten. Wir machen das mittels Kleedünger und auch mit Kompost. Wenn die Jungpflanzen jetzt vor den Eisheiligen rauskommen, dann müssen wir doch ein Auge aufs Wetter werfen. Ein bisschen frostfest ist der Knollensellerie, allerdings nicht allzu sehr. Wenn jetzt längere Kälteperioden vor der Tür stehen, dann müssen wir ihn entweder vor der Kälte schützen oder einfach später aussehen. Denn zu viel Kälte bedeutet für den Knollensellerie, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Blüte geht, also in die Vermehrung, und dann keine Knollen ausbildet, die wir ja so gern ernten möchten. Im Spätsommer, da haben wir schon richtig schöne Pflanzen, schauen wir dann noch, ob wir gegebenenfalls nachdüngen, zum Beispiel mit einer Jauche oder so. Und ab Mitte Juli können wir auch schon das erste zarte Blattgrün ernten. Bei uns mit einer Aussaat im Februar beginnt die Ernte dann Mitte August und zieht sich in den späten Herbst hinein. Leichte Fröste verträgt er, aber wenn es eben stärker frostet, dann wird er bei uns auch abgeerntet und eingesandet. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch unseren Kanal kostenlos abonnieren. Und über ein Like, ein Daumen hoch von euch freuen wir uns auch sehr. Zum Weiterschauen haben wir noch verlinkt einmal die lange Version vom Anbau des Knollensellerie sowie unsere Playlist Grow Veggies. Viel Spaß bei euch im Garten!